steht seit heute zur Verfügung und jeder, der möchte, kann sie auf sein Handy laden und nutzen. Martin Günther, WDR aktuell. Die App merkt sich auf anonyme Weise, ob man über längere Zeit in der Nähe von anderen Nutzern war. Wenn einer von ihnen später meldet, dass er infiziert ist, wird man gewarnt. Eine Pflicht, sich die App aufs Handy zu laden, gibt es nicht. Der neue Wohnmobil von Opel.